Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Horizon Zero Dawn. Ja, wir wollen heute natürlich weitermachen mit den Missionen, aber ich habe gerade mal etwas nachgeguckt und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und zwar habe ich festgestellt, dass wir hier so einiges noch nicht gemacht haben. Nämlich bei den Waffen, da habe ich es jetzt gerade schon mal ausprobiert. Das kann ich euch mal eben zeigen. Da habe ich zwei Modifikationen reingemacht. Einmal, dass ich mehr Schaden mache. 49% mehr Feuerschaden. Wobei ich das nicht so ganz verstehe. Ich glaube, das heißt ja 49% mehr Feuerschaden, wenn man die Feuerzusätze nimmt. 25% mehr Schaden, wenn man die normalen Zusätze nimmt. Und 17%, wenn man Eiszusätze irgendwann mal nimmt. Und an Platz Nummer 2 habe ich da nochmal zusätzlich 5% Schaden reingemacht. Und bei der Stolperfalle habe ich nochmal plus 10% mehr Schockschaden reingemacht. Dabei ist mir aber aufgefallen, dass wir, das Outfit haben wir ja schon beim letzten Mal modifiziert. Da könnten wir übrigens mal gucken, ob wir da noch was anderes modifizieren können. Hier ist nichts drin. Hier auch nicht. Wahrscheinlich habe ich die schon alle verbraucht jetzt. Oder da gab es halt einfach keine, das weiß ich nicht. Fallen und Tränke beispielsweise. Wirksame Fallen für Angriffe aus dem Hinterhalt. Aha, Schockfallen. Detonierende Sprengfalle. Sprengfalle. Ein Paket enthält eine Falle. Okay, Sprengfallen habe ich jetzt bisher noch nicht gehabt. Da gehen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal eben rein. Aber ich hatte eben gesehen, die Tragekapazität. Vergrößere deinen Waffenbeutel, Outfitbeutel, Rohstoffbeutel, Modifikationsbeutel und so weiter und so fort. Da bin ich natürlich direkt hellhörig geworden, beziehungsweise wollte es auf jeden Fall machen. So, das Upgrade Nummer 1. Okay, das für Nummer 2 brauchen wir fettes Fleisch. Keine Ahnung, wo ich das herkriege. Wahrscheinlich von diesen Truthähnen, die da rumlaufen. Bin ich mir nicht sicher. Dann vergrößere deinen Waffenbeutel. Machen wir auch mal. Kostet der nicht viel. Da brauchen wir auch schon wieder fettes Fleisch. Oje, oje. Da muss ich wirklich mal in der Welt gucken, wo ich das am besten herkriege. Dann plus 10% Kapazität. Erhöht die Rohstoffinventarkapazität auf 30. Da brauchen wir jetzt reichhaltiges Fleisch. Okay. Dann vergrößere deinen Modifikationsbeutel. Da machen wir auch direkt ein Update. Warum brauche ich überall Fleisch für? Das ist irgendwie so unlogisch. Vergrößere deinen Trankbeutel. Da machen wir natürlich auch ein Update. Kostet ja alles nicht viel. Wobei hier Metallgefäß schon etwas weniger wird. Vergrößere deinen Fallenbeutel. Plus 3 Kapazität. Erhöht die Kapazität des Fallenbeutels auf 6. Da brauchen wir definitiv nicht viel für. Das machen wir auf jeden Fall. Vergrößere deinen Jägerbogenköcher. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und vergrößere deinen Stolperfallen-Munitionsbeutel. Da brauchen wir auch wieder eine Lohe für. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir die eigentlich herkriegen. Fuchsknochen braucht man speziell. Okay. So, Munition. Stolperfallen-Munition, Jägerbogenpakete. Das heißt aber, nur so ein Paket enthält 10 Pfeile. Das ist wahrscheinlich das, was man so auch machen kann, oder? Verursacht beim Aufprall geringen Stoßschaden und geringen Reißschaden. Moment, da möchte ich jetzt mal eben gucken, weil... Genau, wir können doch 30 machen. Das heißt, das ist jetzt auf Maximum. Okay, also es ist nichts anderes als das, was wir im Endeffekt mit der Schnellwahl dann auch machen können. Gut, es geht ja auch ums Herstellen letztendlich. Die Frage ist jetzt natürlich noch, ob wir hier keine Modifikationen... Nee, da ist jetzt auch nichts Neues mehr dabei anscheinend. Es kann natürlich auch daran liegen, dass wir irgendwelche Punkte brauchen, das weiß ich nicht. Waffen modifizieren, da haben wir auch nur die Plätze, die wir vorher hatten, obwohl wir da irgendwas ja verändert haben, aber gut. Reisen, Vorräte für lange Reisen, Schnellreisepaket, okay, kostet ein knochiges Fleisch, oh, das ist aber sehr teuer. Dieser Gegenstand ermöglicht eine schnelle Reise.
Ist natürlich alles sehr schön, aber es ist auch wirklich sehr teuer und das fette Fleisch brauchen wir definitiv noch für Updates. Also können wir. Oh Mann! Irgendwann werde ich es lernen, dass ich nicht immer so oft draufdrücken soll. So, dann gehen wir jetzt hier nochmal Jägerbogenpfeil, parkierte Stolperfallen. Also, ich habe jetzt hier die Stolperfalle. Ach so, die kann man dann nicht auswählen. Und ich dachte, man kann vielleicht die Waffen selber nochmal auswählen. Das kann man nicht. Oder Moment, Jägerpfeil? Schotterbogen. Okay, aber das ist im Endeffekt auch nur das Gleiche. So, Inventar. Waffen. Das sind die, die ich jetzt drin habe. Das ist klar. Outfit. Habe ich ein neues bekommen anscheinend. Kleidung einer ausgestoßen aus Material des Beckens. Bietet keinen zusätzlichen Schutz. Nee, das bedeutet nur, wie stark das geschützt ist. Beziehungsweise wie stark das modifiziert ist wahrscheinlich. Gut, die können wir nur kaufen. Okay, bei den Fertigkeiten, da haben wir jetzt leider immer noch nur einen Punkt. Ich bin jetzt ganz ehrlich ein bisschen am Geiern, weil ich das doch recht nützlich finde, dass wir die Überbrückung der Maschinen freischalten können. Dafür brauchen wir allerdings 3 Punkte. Das heißt, das werden wir dann definitiv später machen. Das haben wir soweit alles erledigt. Unten haben wir noch 3 Quests offen. Dann würde ich sagen, dass ich mich jetzt mal nach unten begebe zum Dorf und dass wir uns gleich dort wiedersehen. Kriegsherrin Sona, du verstärkst Mutterkrone? Wenn die Nora noch einem Angriff des Metallteufels trotzen wollen, muss unsere Abwehr stark sein. Doch, das betrifft dich nicht. Du unterstehst mir nicht. Du kannst trotzdem fragen, Kriegsherrin. Also gut. Wir brauchen Lanzenhörner. Sie besitzen Kühlsaft. Und Ariolinsen sind vielseitig nutzbar. Ich habe jetzt Kühlsaft. Gut. Unser Eis und Feuer wird die Maschinen abwehren. Fehlt uns nur noch eine Lanzenhornlinse. Das ist ein Jagdgrund westlich von hier. Jetzt brauchen die Wachtürme noch Signalpfeile. Bring die hier zu Ornsturm im Süden. Wenn du so nett wärst. Okay, man erkennt immer wieder diesen nicht so netten Unterton. Gut, Quests, Vorratsengpässe. Sammle die Lanzenhornteile, bringe. Genau, die Quest möchte ich gerne aktivieren und auf der Karte anzeigen. Auch das ist ja hier relativ in der Nähe. Das ist schön, brauche ich zumindest nicht so weit zu laufen. Das sind die Lanzenhornteile. Ich befürchte allerdings, das andere wird die Signalpfeile. Okay, da muss ich dann. Aber erstmal mache ich dann die Lanzenhornteile. In die Richtung, wo ich gucke, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja, da muss ich entlang. So, dass ich auf der anderen Seite vom Wall dann wieder auskomme. Also ich hoffe zumindest, dass das jetzt nicht so weit weg ist. Das ist pervertierte Natur. Metall gewordener Hass. Ja, so ist das nun mal, Ich ne? war selbst schuld. Ich hätte dort nicht sein dürfen. So, rechts rum. Okay, das ist Nummer 1. Also 1 und 2, denke ich mir mal, sind das dann von den Quests her. Mutterkrone. Ich muss sagen, oh, da hinten ist einer. Ich freue mich dann doch. Das sind die, die ich haben muss, ne? Lanzenhorn, ja. Der auch? Das ist ein Sägezahn. Okay, Lanzenhorn, also die, die aus, ja, die halt in der Erde buddeln, die brauche ich. Manchmal vorsichtshalber Feuerpfeile. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung. Oh, der kommt zurück. Und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht mehr, wie das mit dem ist. Wie schlimm der war. Aber ich meine, der war recht schlimm. Da würde ich sagen, dass ich da hinten erstmal zu dem anderen gehe. Ist der jetzt hin?
Ja, wo ist der hin? Ach, da oben. Das ist doof. Das ist insofern doof, weil... Oh, dieser Sägezahn hier ziemlich... Dieses Lanzenhorn zu überbrücken ist kein Problem. Aber es einzufangen... Einfangen? Einfangen oder kaputt machen? Okay, du kommst mit mir. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Wir schauen einfach mal dabei zu, wie die sich gegenseitig umbringen. Hat denn Wumms drauf? Oh, Scheiße. So war das nicht gedacht. Ich weiß nicht. Wenn ich nachher. Okay. Komm. So ist das schön. Lanzenhornlinse. Okay, die haben wir auf jeden Fall. Ich hätte eigentlich nur gerne... Wo hat der den jetzt kaputt gemacht? Hier vorne, ne? Ich hätte nämlich eigentlich da eigentlich gerne nochmal geguckt, ob der vielleicht auch noch so ein Teil dabei hat. Ich meine, vielleicht kann man die ja mal selber gebrauchen, ne? Man weiß es ja nicht. So. Okay. Dann müssen wir jetzt zum nächsten. Das dürfte der hier sein. Bringe die Signalpfeife. Genau. Da mein Reittier jetzt eh weg ist, muss ich dann halt zu Fuß laufen. So geht's auch. Okay. So, da kriege ich fettes Fleisch her. Okay, also schweineartig. Schweineartig. Also sprich, von Wildschweinen kriege ich fettes Schwein. Fettes Schwein, genau. Kriege ich fettes... Fleisch her. So, ich muss nach oben, nehme ich mal an, ne? Das kann ich von hier aus nicht. Na, kriege ich das nochmal hin? Perfekt. So, ich wollte aber eigentlich hier hoch, damit ich da... rankomme, aber das geht von dieser Seite anscheinend sehr schlecht. Wir probieren es trotzdem mal. Ach nee, ne? Ich dachte schon. Okay, aber das ist komplett auf der anderen Seite. Oh nee.
Das heißt, ich muss eigentlich erstmal den kompletten Berg hoch. Leute, ist das jetzt euer Ernst? Da kann ich runter, das ist okay. Aber eigentlich muss ich vorher den Berg hochklettern. Die Frage ist nur, wo und wie. Weil das wird ja hier nicht so einfach sein, da hochzukommen. Hier geht es auch wieder nicht weiter. Der sagt mir aber, dass ich den Weg da hinten nehmen soll. Wie auch immer das gehen soll. Das geht ganz schön schnell. Ja, das ist nicht schlimm. Also links irgendwie eine Straße entlang oder so. Oder den Fluss entlang. Anscheinend eine Straße entlang. Okay, das war wohl doch ein bisschen zu hoch. Okay. Da komme ich aber nicht da hoch. Ein Stück weiter und dann irgendwie rechts so. Oder zeigt... Ach, Moment, hier ist was? So. Da hinten ist auch wieder was. Ah, und ich habe jetzt gedacht, das ist jetzt mega kompliziert. Okay. Gut. Perfekt. Hi. Moment. Ich muss mal eben eure Vorratskiste durchsuchen und ein bisschen mitgehen lassen. Hi. Du bist Orn? Bist du nicht sehr jung für einen Wächter? Musst du gerade sagen. Stimmt. Die Kriegsherrin schickt dir diese Feuerpfeile. Sende ein Signal, sobald du etwas Verdächtiges siehst, okay? Ich weiß. Ich bin jung, nicht blöd. Falls sie zurückkommen... Aber pass auf. Abwärts ist der beste Teil. Mhm. Okay. Kehre zu Sona zurück, steige zum Wachturm hinauf. Hä? Ach so, den Wachturm wahrscheinlich da. Okay. Haben wir denn hier noch irgendwas? Nee, ne? Hier kann ich mich wahrscheinlich runter... abseilen lassen, um dann genau auf direktem Weg da anzukommen. Nehme ich mal an. So. Die Frage ist jetzt, es geht ja in die Richtung. Da kommen wir auf jeden Fall runter. Ja, abwärts ist der beste Teil. Hat er irgendwie schon recht, weil es geht am schnellsten. Auf jeden Fall wesentlich schneller als der Teil, wo ich wieder nach oben sollte. Aber wir haben jetzt Besuch. Das ist blöd. Wir müssen hier, glaube ich, gerade... Ne, wir müssen nicht gerade durch. Sollen wir rechts um den... Ne, das ist doch... Das ist der Weg, den wir nehmen sollen, oder? Ja doch, das ist der Weg, den wir nehmen sollen. Also versuchen wir es einfach mal. Wobei einfach relativ ist. Oh. Nein, du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Wenn ich dich nicht angucke, dann bist du auch nicht da.
Den Fuchs kann ich nicht treffen? Okay. Na gut. Oh, da oben geht es schon wieder weiter. Ja, das ist so eine Sache. Die Metallscherben nehmen wir natürlich mit. So. Sind wir jetzt überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Ja, nicht ganz, weil das nämlich das Ziel da hinten ist, fällt mir gerade auf. So. Dich kann ich auch nicht erledigen. Doch, jetzt kann ich dich erledigen. So konnte ich den eben nicht erledigen. Reichhaltiges Fleisch, das gibt's von dem. Okay. Sehr schön. Dann können wir nämlich mal gucken, dass wir nochmal ein Update machen demnächst. Sona, wo bist du? Bevor ich zu dir komme, werde ich mal kurz schnell speichern. Ich traue dem Spiel nämlich immer noch nicht. Da oben. Bleib, wo du bist. Ich komme zu dir. Wenn ich weiß, wie heißt das. Da ist ein Leiter. Kommt man da rüber? Hört mal auf zu schießen, Jungs. Ich muss mal eben hier durch. Aber irgendwie musste ich hier gar nicht hoch, oder? Doch. Okay. Ach so, da oben. Jetzt sehe ich es auch. Ja, wahre Krieger schaffen diesen Pfad. Alle anderen werden wahrscheinlich dann runterfallen. Geh, los. Nimm erstmal alles, was du brauchst. Ich habe deine Lanzenhornlinse. Na toll. Ich mache mir daraus selbst eine Waffe. Kein Krieger sollte dieses Handwerk vergessen. Und du hast die Signalpfeile zu Ohren gebracht? Ja, ich hoffe aber, dass er sie nie benutzen muss. Hoffe ich auch. Ein schlechter Kriegsherr, den es nach Krieg gelüstet. Vorerst möchte ich nur, dass unsere Krieger bereit sind. Vielen Dank für deine Hilfe. Gerne doch, gerne doch. Wir Falls Urmutter uns noch eine Prüfung auferlegt, werden wir sie antreten. Natürlich werden wir das tun. Und ich versuche gerade eine einigermaßen gute Position zu finden. Und damit würde ich sagen, dass ich mich für die heutige Folge von euch verabschiede. Und wir dann mit den nächsten Nebenmissionen, zwei haben wir noch hier und eine haben wir ja irgendwo da oben, die leider nicht eingezeichnet wurde. Da unten haben wir auch noch eine. Haben wir auf jeden Fall noch, die wir machen müssen. Und darum werden wir uns dann in den nächsten Folgen kümmern. Bis dann. Ciao.